Ein leerer Holzkopf heißt euch mal wieder herzlich willkommen. Auch diese Problematik scheint nicht neu. Man möchte einen netten Nachmittag mit Kaffee und Kuchen veranstalten, braucht aber noch Harz für den süßen Gemüsekuchen. Wir zeigen euch 4 Möglichkeiten, wie man ganz bequem an Harz kommen kann. Für Variante 1 spielt man im Rockwell-Bereich Förster und rodet die gelblichen Bäume. Händisch mit der Axt, dem Teri oder am besten mit dem Moschops. Diese gelblich harzenden Bäume findet man fast überall, gehäuft beispielsweise im oberen Bereich der Karte, den man hier sieht. Variante 2. Man sucht sich einen geschenkebringenden Giftbaum. Die Giftbäume sind überall auf der Rockwell-Seite verteilt und dank des Tech-Anzugs keine Gefahr, wie der Name es vermuten ließe, sondern eher Englisch zu verstehen, also Gift gleich Geschenk. Durch sein gelbes Leuchten ist er auch aus großer Höhe gut erkennbar. Durch das Klicken von E vor dem Baum erhält man verschiedene zufällige nette Geschenke, sehr häufig auch Harz. Nach dem anstrengenden Geschenkeverteilen muss der Baum erst einmal ausruhen und nach einiger Zeit kann man erneut drücken. Bei diesem Giftbaum bei 37,3, 12,8 gibt es übrigens auch gleich einen Spot für eine Ölpumpe. Variante 3. Man zähmt sich einen Gacha im Rockwell-Bereich. Hat man ihn mit genügend gebauten Strukturen überredet mitzukommen und ist einem das Glück hold, hat man einen erwischt, der Harz produzieren kann. Gefüttert mit Abfällen, Samen oder was auch immer, gemischt mit etwas Eulenkotze, produziert der Gacha netterweise Harz. Natürlich fühlt er sich wie immer wohler, wenn er einen Partner oder eine Partnerin hat und keine Konkurrenten in der Nähe sind. Dann steigt auch die Menge an Harz. Variante 4. Der Harzsammler. Diese Variante ist die einfachste, bedarf aber ein wenig Geduld. Man sucht einen robusten Baum, auf der Genesis 2 Map haben wir diese im unteren linken Bereich der rechten Mapseite gefunden und bringt Harzsammler an. Diese kann man zuvor einfach in der Werkbank ab Level 36 bauen. Einmal angebracht, muss man zunächst einmal in ihr noch leeres Inventar schauen, sonst passiert gar nichts. Ist dies vollbracht, beginnt der Harzsammler im Anschluss seine Arbeit. Ein paar Spielstunden später, der Sammler sammelt ein langsam tropfendes Harz in knapp anderthalb Minuten, findet man maximal 20 Harz pro Sammler und kann diese einfach mitnehmen.